Wir fangen gleich mal an, ein wenig auszuschütteln. Das Thema heute, Faszientraining für den Nacken, für die Schulter, für die ganzen Arme. Ich denke, das ist etwas, was man immer wieder braucht. Wir arbeiten sehr viel nach vorne, ziehen uns zusammen, sind mit Sicherheit ein bisschen verkürzt. Deswegen schauen wir, dass wir was dagegen tun. Als erstes stellen wir uns ein wenig locker hin, beugen die Knie und schütteln aus. Du kannst gerne dein eigenes Freestyle-Schütteln machen. Sieht ja keiner. Also, schütteln, lockern. Lass die Handgelenke richtig lockern. Stell dir mal vor, du möchtest jeden einzelnen Finger wegschütteln. Dann die Ellenbogen. Die Schultern. Dann komm ein bisschen in die Tiefe. Wir kümmern uns auch um den ganzen Rücken. Oben. Jetzt lass einfach die Arme ausschütteln und komm so weit in die Knie, dass es für deinen Rücken okay ist. Schüttel im Wechsel aus. Atme. Stabilisiere dich immer über die Beine, über die Körpermitte, aber locker die Hände, die Ellenbogen, die Schultern. Komm nach oben. Wunderbar. Und dann stell dich so hin, dass du den rechten Fuß nach vorne nimmst und das linke Bein schräg nach hinten. Einfach schön, sonst nichts. Hier ein bisschen Spannung. Und dann nimm den linken Arm und versuch mal so eine weite Bewegung zu machen. Der Körper dreht ein bisschen mit. Atmen. Vorne das Knie ganz leicht beugen. Und dann bleib hinten und wippe. Ein wenig Impuls aus der Schulter, Schulter tief. Achte darauf, wenn du eine Schulterverletzung hast, dass du wirklich den Punkt wählst, der für dich machbar ist. Du sollst schon ein Gefühl haben, einer Dehnung, aber nicht zum Schmerz. Vielleicht hast du ein Problem mit den Bändern, also spür hinein. Ich gehe auch bewusst mal tiefer. Etwas höher. Und dann ziehe ich die Fingerspitzen nach hinten. Streck mal richtig die Finger aus. Und lass den linken Arm nach unten. Und streck dich einmal so richtig in die Länge. Dann stell dir vor, du nimmst einen Ball und wirfst ihn. Einfach mal probieren. Wenn du so wie ich einen Hund hast, dann bist du das geübt. Schneebälle werfen, Bälle werfen, alles Mögliche werfen. Vielleicht nicht unbedingt links, aber es lohnt sich auch mal beide Arme zu testen. Dann stell dir vor, du wirfst den Ball von unten. Bam! Wirf ihn hoch. Wirf ihn weg. Stell dir vor, du möchtest über den Zaun drüber werfen. Unten rüber. Atme mit. Bam. Werfen. Von unten hoch. Werfen. Ausatmen. Der ganze Körper schwingt mit. Und dann lässt du den Arm einfach ausschaukeln. Perfekt. Andere Seite. Der linke Fuß ist vorne, rechts ist schräg hinten. Und du nimmst den rechten Arm einmal einen Rundumschlag. Gewicht vorne ein bisschen halten. Der Oberkörper darf mitnehmen. Und du nimmst jetzt halt erstmal wirklich die Bewegungsfähigkeit deiner Schulter zu spüren. Je nachdem, wie dein Alltag ausschaut, machst du diese Bewegung vielleicht gar nicht so oft. Lass die Schulter locker, lass den Nacken entspannen. Und dann bleibst du hinten. Und jetzt öffnest du. Du gehst
hier aus der Schulter mit. Spür wieder hinein. Bei mir ist nur eine leichte Dehnung zu merken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Dann gehe ich ein bisschen tiefer. Nochmal die verschiedenen Höhen testen, spüren. Und ich fange an zu werfen. Weit hoch. Und zwar wirklich hoch und weit. Locker aus dem Arm. Der ganze Körper geht mit dir mit. Ausatmen. Lass die Schulter wieder kurz ausschütteln.
Stell dich ganz bewusst breit hin. Wir fangen an mit dem rechten Arm, eine 8. Ich fange erstmal hier unten an. Den linken Arm nehme ich einfach ein bisschen weg. Und jetzt lass mal den Arm in eine weite Bewegung kommen. Spür bitte wieder genau, was deine Schulter machen kann. Atme mit und dreh dich mit. Dein ganzer Körper geht mit in diese Bewegung hinein. Ausatmen, einatmen. Achtung, wir wechseln den Arm. Erst klein, Ellenbogen, Hand. Jetzt versuch wieder deine Bewegungsweite zu erspüren. Ausatmen nach innen. Stell dir vor, dein ganzes Schultergewebe, Nackengewebe darf sich ein bisschen ausweiten. Rückenfaszie mit dabei. Und
dann bleib hier, zieh die Hände weg und lass die Arme fallen. Yeah. Roll hoch. Und schütteln wieder richtig aus. Schütteln ruhig mal die Beine aus. Wir bleiben stehen und du schüttelst den rechten Arm seitlich in die Tiefe. Richtig, lass ihn richtig hüpfen. Kopf locker. Tief atmen. Finger rausschütteln. Andere Seite. Links. Richtig den Arm, richtig den Ellenbogen und auch wirklich die Finger, als ob du was abschütteln möchtest. Dann kommst du wieder hoch. Beide Arme etwas tief. Ich gehe jetzt bewusst nicht so tief, aber ich schwinge. Pass auf deinen Rücken auf. Wenn der untere Rücken ein Problem hat, bleib bitte oben. Ja? Wenn dein Rücken Schmerzen hat, dann bleibst du bitte hier. Ansonsten ein bisschen tiefer. Schwing in deinem Tempo und in deiner Möglichkeit hin und her. Nacken, Kopf, Schultern, Armen. Und dann in der Mitte weiches, gefühlvolles Nachwirken. Weich. Bauch einziehen. Langsam höher. Und roll dich hoch. Beine aufschütteln. Gut. Schüttel nochmal die Arme richtig durch. Kopf rechts. Links. Rechts. Und ausschütteln. Wir gehen runter zum Boden. Du kommst auf beide Knie und nimmst die Hände. Erstmal so ein bisschen nachrücken. Rücken lang. Kopf mal nach rechts drehen. Kopf mal nach links drehen. Weich. Versuch mal jetzt gar nicht so viel auf Kraft zu arbeiten, sondern mal so ein bisschen bewegen. Die eine Schulter vor. Die andere wieder zurück. Atme mit. Beweg dich einfach hin und her nach Gefühl, nach Lust und Laune. Und dann streck die Arme nach vorne aus, die Knie breit. Und du kannst gerne den Kopf auf die Stirn oder auf die Seite ablegen. Streck jeden einzelnen Finger. Und dann kommen wieder hoch. Wir bleiben noch mal so ein bisschen am Thema Arme, Armfaszien, die vordere Armlinie. Wir haben eine oberflächliche und eine tiefe. Die ist auf alle Fälle in unserem Alltag verkürzt. Und die Übungen jetzt könnten ein bisschen schmerzhaft sein. Also sei vorsichtig, geh nicht auf 100% deiner Möglichkeit. Bleib ein bisschen unten, so zwischen 80-90%. Du darfst es spüren, aber noch nicht die Zähne zerbeißen. Du nimmst deine Hände und spreizst sie erstmal. Und jetzt dreh mal die Ellenbogen so ein bisschen vor und streck dich raus. Und dann lockerst du Handgelenk. Eins, zwei. Dreh jetzt die Hände nach außen. Und verlagere einfach mal gefühlvoll zur Seite. Versuch mal die Daumen ganz weit nach vorne zu spreizen, den kleinen Finger nach hinten, die anderen Finger auszustrecken. Und dann schüttel wieder das erste Handgelenk.
das andere. Und drehe jetzt die Finger über die Seite nach hinten. Und dann die Daumen vielleicht nochmal rausstrecken. Manchmal hast du die Schultern so weit vorne, also bring sie zurück. Und jetzt langsam kreise dich über dem Handgelenk. Atme. Die Ellenbogen darfst du ein bisschen strecken, aber die Schultern zurücknehmen. Und versuch mal, was gar nicht so einfach ist, die Finger zu strecken. Andere Richtung. Solltest du zu den Personen gehören, die überbeweglich sind, das gibt es, bitte nicht bis ans Ende des Möglichen gehen. Es ist wichtig, dass wir nicht zu viel Beweglichkeit haben, wenn wir nicht gleichzeitig auch eine gute Tiefenspannung haben und Tiefenmuskulatur haben. Also bitte nicht die Dehnung bis ans Ende ausnutzen, sondern immer wieder ausgleichen, was in deinem Alltag zu kurz kommt. Geh nach vorne, beug die Ellenbogen und schieb dich wieder ein bisschen zurück. Streck sie, komm vor, beug die Ellenbogen, zieh zurück. Streck sie, komm wieder nach vorne, beug sie. Streck sie, beug sie. Und dann locker wieder dein erstes und dein zweites Handgelenk. Greif mit der rechten Hand um deinen linken Pulsbereich und mal so richtig fest reiben. Andere Richtung. Du kannst gerne die Sitzposition für dich verändern. Wir nehmen den rechten Arm nach vorne und knicken das Handgelenk um. Die andere Hand greift, zieh die Finger nach innen und jetzt versuch den Ellenbogen, schau mal, zu strecken. Die Schultern nach unten zu nehmen und dehne die ganze Seite. Und dann kannst du hier so ein paar Bewegungen auch machen. Tiefer nach innen. Gerne nochmal nachfassen. Und locker lassen. Andere Hand. Mit der Hand nachgreifen. Vorsichtig umbiegen. Ellenbogen strecken, Schultern tief. Und dann einfach wieder mal so ein bisschen nach innen. Ganz lang und locker lassen. Ein bisschen ausschütteln. Nimm die Hände zusammen und jetzt Ellenbogen schon mal auf eine Linie bringen. Kippst die Finger oben einfach mal um die Ecke, aber nicht abkippen. Atme. Also richtig schön rüberkippen. Und ineinander fassen. Noch mal rausschieben. Nimm die Hände noch mal her und dann wechsel die Fassung, die du sonst hast, änderst du immer einen Finger weiter und jetzt streckst du noch mal die Finger. Sollte sich komisch anfühlen, wenn nicht, hast du vielleicht die gleiche Möglichkeit noch mal gewählt. Streck die Finger, zieh die kleinen Finger, die Daumen weg, streck die Ellenbogen. Zieh die Schultern nach unten.
und ausatmen. Wir kommen nach vorne und du legst den rechten Arm unten ab. Ich habe die Knie sehr breit, dass ich mich wirklich großzügig hier drauflegen kann. Und mit dem linken Arm versuche ich jetzt mal einen riesengroßen Kreis zu machen. Atmen. Und dann lege ich mir den linken Arm um den Rücken herum, sodass ich quasi unten wieder rauskomme. Und da bleibe ich. Drehe den Kopf ein bisschen um und ich schaffe Länge im unteren Hals. Weiter atmen. Vielleicht den Kopf noch mal ein bisschen vor, den Rücken noch mal lang machen. Entspannen. Bleib so wie du bist, nimm den linken Arm unten durch. Ganz lang, Kopf lang. Und dann kreise den rechten Arm. Einatmen, ausatmen. Eine große Bewegung nehmen. Nimm einmal noch den rechten Arm um den Rücken und zieh die rechte Schulter nach oben. Ein klein wenig kannst du nachwippen im ganzen Rücken und dann streck dich nochmal richtig in die Länge und hol den rechten Arm wieder nach vorne. Streck beide Arme. Und jetzt einfach nochmal so ein bisschen durchstrecken. Ich drehe mich rechts und links. Ich versuche einfach nochmal jede Schulter aufzudehnen, zu atmen. Und dann nach oben aufzurollen. Nochmal zurück. Und wieder vor. Und jetzt nimm einfach mal den gesamten Rücken mit. Dein Gefühl zurück und vor. Und komm ganz nach vorne auf den Bauch. Leg die Ellenbogen nochmal hier ab. Und jetzt kreise die Schultern und richte dich auf im oberen Rücken. Atmen. Und dann bring die Schultern zurück. Und jetzt lass deinen Kopf nochmal in allen möglichen Richtungen sich drehen, so als ob du eine Rauminspektion machst, alle Ecken anschauen. Vielleicht auch an der einen oder anderen Ecke mal bleiben. Mal nach unten unter dem Arm durchschauen. Andere Seite. Die Schultern immer wieder zurückbringen. Dann kannst du entweder im Moment hier bleiben, der Bauch liegt am Boden, der Po ist locker. Und wenn es für dich angenehm ist, streck auch mal die Arme. Schau, was dein unterer Rücken zulässt. Und atme mal ganz tief in den Brustkorb ein. Langsam ablegen. Verschränk die Finger hinter dem Rücken. Und zieh sie nochmal weg. Beweg ein bisschen. Kannst auch mal ein bisschen rechts, ein bisschen links ziehen. Atmen.
Leg mal die Handrücken am Boden, den Kopf runter. Einfach mal tief durchatmen und jeden einzelnen Finger locker lassen. Und dann tiefer Atemzug, drück dich hoch. Komm in die Mitte. Und dann komme so nach oben, wie es für dich und deinen Rücken passt. Wenn alles möglich ist, kannst du gerne hier auf die Füße gehen. Knie beugen. Jetzt lass die Arme nochmal hängen. Lass mal die Ellenbogen so ein bisschen locker. Den Kopf. Ganz leichte Bewegungen vor. Rück wie so ein Ja. Und dann ändern wir die Meinung. Nein. Dann, oh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann einfach nichts machen. Nur tief durchatmen. Und sehr langsam aufrollen. Nimm dir Zeit. Locker noch einmal die Handgelenke. Richtig wegschütteln, so als ob du Wassertropfen hättest, oder? Weg, weg. Die Oberarme ausschütteln. Und dann mal richtig den Nacken, die Schultern richtig durchbewegen. Und noch ein paar Mal weit aufmachen. Vielleicht den ganzen Körper noch ein bisschen mehr. Schüttel einmal, schlucken, Füße ausschütteln. Du darfst jetzt gerne noch alles das machen, wo du das Gefühl hast, oh, das braucht's noch. Aber ansonsten haben wir unsere Arme aktiviert, die Faszien gelockert, aktiviert, gedehnt alles. Also nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Und dann lass alles einfach locker schwingen. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, dass es deinem Nacken ein bisschen besser geht. Streiche ihn ein paar Mal runter, sag ihm gut gemacht. Und ich wünsche dir auch in deiner Alltagsarbeit immer ein wenig Glück.